Wenn man die Augen zumacht und jemand liest etwas aus einem Manuskript vor. Man stellt sich das alles so vor und dann gibt es da Fragen. Und von Fähigkeiten habe ich alle die Fähigkeiten in Balance aufgebaut. Selbstvertrauen, Geborgenheit, Mut, Liebe. Das macht man, weil es gibt besondere Fähigkeiten, die hätte man gern gehabt, aber man hatte sie nicht. Und das sind eben die Fähigkeiten, die ich zu einem Thema hatte und die ich nicht hatte und die habe ich jetzt. Dann habe ich eben mehr Mut. Und so das nächste Mal anders zu machen. Ja, also ich bin in meine Quelle hineingegangen. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt zwei Mentoren oder einen Begleiter. Ja, und die helfen einem und stehen einem an der Seite. Bunt. Dass du ihn trotzdem noch liebst, der ist sozusagen noch in deinem Herzen. Also die Fähigkeit, ihn immer nie zu vergessen, ja. Okay. Einen schönen tiefen Atemzug. Wann habe ich mich schon mal so gefühlt? Schau sofort herunter auf deine Füße. Eine Landschaft. Was trägst du für Schuhe? Sieht das genau aus? Wie heiß fühlst du dich? Orange. Das ist schon schön. Und eben anders als da, hier ist eben dieser große Fleck, der mich so wütend macht. Dazu, dass man so zu sich selbst findet, weil man manchmal unterdrückt man ja ganz viele Sachen, ganz viele Emotionen, ganz viele Gefühle. Und in einer Seelenreise kann man sozusagen in seine Quelle kommen, in seine Quelle, wo so viel ist, also ganz viele Gefühle. Und da lernt man halt sozusagen Knoten zu lösen, also Knoten, einfach Dinge zu lösen, die man sonst nicht kann, indem man sie reingeht, mit denen arbeitet und ja, sie zum Schluss vielleicht sogar ganz auflösen kann. Ich habe sehr viel gelernt, auf jeden Fall. Und ich habe was ganz, ganz Neues entdeckt, sag ich mal. Und ich habe es sogar geschafft, dass Situationen, die früher passiert sind, aus einer ganz anderen Sicht auf einmal angesehen werden. Das ist was ganz anderes für mich auf einmal. Und das ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl. Durch diese Seelenreise habe ich halt auch in andere gesehen. Ich war auch in einer anderen Quelle drin und dann wurde mir so klar, wie sich die anderen gefühlt haben. Ja, das ist ein tolles Erlebnis. Das kann man eigentlich gar nicht erklären. Das ist irgendwie viel, viel befreiter. Also ganz, ganz leicht. Total glücklich. ich wäre, glaube ich, jetzt am liebsten drauf getanzt. Es war auch
fühle mich einfach viel, viel besser. Ich habe irgendwie was losgelassen, was ich irgendwie schon so lange rumgetragen habe. Und jetzt habe ich das losgelassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Kinder aus meiner Schule denke, mit denen habe ich auch jetzt gearbeitet. Also ich habe die mir vorgestellt. Ich habe denen alles gesagt in meiner Quelle. Ich habe sie eingeladen zu meinem Lagerfeuer. Und ich habe ihnen alles erzählt, was ich sagen wollte, weil ich in dem Schutz des Lagerfeuers bin. Und jetzt habe ich denen alles gesagt, was ich ihnen sagen wollte. Und jetzt ist das raus. Und das ist eine Erleichterung für mich. Und jetzt freue ich mich sogar, die zu sehen in der Schule, weil ich sie verstehen kann. Ich kann sie einfach viel besser nachvollziehen, wie sie sich fühlen manchmal oder so. Ja, es war einfach eine tolle Selbsterfahrung. Sonst kriegt man es ja immer von Erwachsenen gesagt, ja, das ist so und so, wird es vielleicht so und so. Aber ja, so habe ich es halt selber erfahren und das ist was ganz, ganz anderes. Ich weiß nicht, ich habe das losgelassen, das Thema. Ich habe viele Dinge gesammelt, also die ich vielleicht in der Situation gebraucht hätte. Ich habe mir Situationen genommen, die ich früher gehabt hatte, wo ich ganz viel Angst gespürt habe, ganz viel Hoffnungslosigkeit. Das hat mir so, dann habe ich ganz viele Dinge genommen, sozusagen, die ich dafür gebraucht habe. Zum Beispiel eine Glaskuppel, die mich beschützt, oder dass ich die Fähigkeit besitze, die Ruhe in mir selbst zu finden oder Sicherheit. Und das habe ich mir dann als Ballons vorgestellt und sie zu mir genommen und in mich reinfliegen lassen. Das hat mir auch total geholfen, weil die sind jetzt auch in mir drin und ich weiß, dass sie da sind und ich habe auch einen Platz, wo ich meine Trauer loslassen kann, wo ich was erzählen kann. Das hat seinen Platz jetzt bei mir im Körper und vorher war es nur so ein buntes Büschelwaschel. Und jetzt ist es so geordneter und ich glaube, das kennt ja jeder, wenn jemand auf einmal sein Zimmer aufgeräumt hat und auf einmal ist es viel leerer und schöner und dann steht man so dein Zimmer und denkt so, ach, was werde ich jetzt als nächstes tun? Und da ist man so offen für alles. Und wenn man jetzt in seinem unordentlichen Zimmer sitzt, dann sitzt man auf seinem Müll drauf und guckt sich halt im Zimmer um und denkt, ja, irgendwie habe ich jetzt keine richtige Lust, was zu machen. Und so ist mein Zimmer jetzt neu aufgeräumt und das ist so ein schönes Erlebnis. Ja. Ja, ich muss es halt noch üben. Also wir haben jetzt sowas bekommen und dann können wir das halt auch selber üben. Es ist schon schwieriger, weil das kann man ja nicht alles so machen wie in der Schule, dass man so ein Zettel bekommt, das einfach da drauf lesen kann. Man muss sich auch selber mit der Person verbinden und was mit der zusammenarbeiten. Und dann muss man, ja, es ist halt schwer, sich in die Person reinzuversetzen können. Aber ich glaube, das muss man einfach üben und das macht auch totalen Spaß und das ist total interessant. Ja, ich glaube, Kinder lernen das eh sozusagen sehr schnell und die können sich auch ganz viel schneller, glaube ich, als Erwachsene in so Dinge hineinversetzen. Das hat man ja auch bei der Welle gesehen, die sind einfach viel schneller umgefallen. Erwachsene, die gucken dann nochmal nach vorne, bevor sie sich nach hinten umfallen lassen. Ich glaube, Kindern geht es schneller. Nicht bei allen, aber manchmal halt so insgesamt, würde ich sagen. Und da braucht man keine Erwachsenen zu. Das kann man auch selbst machen. Dass ich glücklich mit mir selbst bin, dass ich das so finde für mich. Da gehört ganz viel damit dazu, aber das ist dieses Glück, was ich einfach brauche. Und da gehört diese Ruhe zu, vor allen Dingen für mich. So Ruhe, dass ich in mir selbst ruhen kann, dass ich jemanden habe, der mich beschützt. Also wie so eine Glaskuppel immer um mich herum, dass ich weiß, ich bin geborgen. Und ja, natürlich, die macht ja ganz, die heilt dich ja von innen, die heilt ja einen. Ja, man reist ja in deinen eigenen Körper und guckt, wo ist man krank, wo ist ein schwarzer Fleck voller Gefühle und Emotionen, die du noch nicht losgelassen hast. Und die heilst du dann, indem du sie rauslässt, indem du sie loslassen kannst. Und es hilft einem, das alles zu finden, diese Ruhe, die Ruhe einfach zu haben. Dass man weiß, ich
bin nicht krank. Ich habe einfach angestaute Emotionen in mir drin und ich muss die loslassen. Und ich kann sie loslassen. Ich muss nichts, aber ich kann sie loslassen. Und ja, und das hilft mir auch.